Apropos Wissenschaft, wie sieht es denn aus? Wir haben ja ein relativ neues Problem bei unseren Jugendlichen mit den Kreidezähnen. Angeblich sind 30% der 12-Jährigen haben dieses Phänomen, dass sie also morsche Zähne, Backenzähne oder Frontzähne haben. Und wenn man so rumhört und rumliest, dann weiß keiner, was dahinter steckt. Genau, also Sie haben ja auch einige Studien letztlich gezeigt, die molaren inzisiven Hypomineralisation ist es. Und ich habe das gesehen, als also in der eigenen Praxis, als ich Assistenzarzt war. Also direkt nach der Uni hatte ich einen Patienten, 12 Jahre alt, Kreidezähne, hatte ich in der Uni nie was davon gehört. Und natürlich hat er Wurzelbehandlung bekommen, weil wir wussten auch nichts. Und ich habe nur gedacht, der arme Kerl, und die Mutter hatte mir damals schon erzählt, der hat auch noch eine Zöliakie und so weiter. Das sei auf jeden Fall damit eindeutig. Und es gibt ganz viele Studien aus dem Jahr 2018, ich kann die alle durchschicken, wo Zöliakie und die molaren inzisiven Hypomineralisation auf jeden Fall eindeutig zusammenhängen. Natürlich wegen Leaky Gut, Entzündung, Malabsorptionsproblem. Aber auf der anderen Seite haben Sie auch ganz viele Studien gezeigt, die ich natürlich auch immer raussuche, bezüglich Vitamin D3. Und wenn wir einfach einen Vitamin D3-Mangel haben und wir eben wissen, Vitamin D3 ist dafür da, Kalzium zurückzuresorbieren. Und natürlich braucht man dann eben das gesamte Orchester an Mikronährstoffen, weil ich meine, wir aktivieren Osteokalzin und MGP und brauchen dann natürlich auch noch Kofaktoren, die eben nachher dafür sorgen, dass das Kalzium aus dem Gefäß wieder in den Knochen und in die Zähne geht, weil es ist der gleiche Stoffwechselvorgang. Und da kommt eben Vitamin K2 in der MK7-Form ins Spiel. Ich sage immer so, Vitamin D3 stellt diese Enzyme bereit, quasi zwei Laster, MGP, Osteokalzin, die fahren schon mal, Motor ist an, die Backsteine, das Kalzium liegt rum, ja, auch durchs D3. Und jetzt brauchen wir noch den Fahrer, das ist MK7, Vitamin K2, der fährt dann das ganze Zeug in den Knochen und in die Zähne. Und der Beifahrer, wissen wir seit 2018, spätestens ist Magnesium. Insofern haben wir eben einiges, dann brauchen wir für den Zellkern noch Zink, wir brauchen noch Bohr, um die Vitamin D3-Halbwertszeit zu verlängern, die aktivierten B-Vitamine für alle Patienten, die irgendwo die Kryptopyrolurie haben, also HPU und eben alle, die eben chronische Toxinbelastung haben oder Infektionsbelastung haben, haben wir auch Vitamin D3-Rezeptordefekt, wissen wir ja vom Jack Kruse und so weiter, dass eben die einzige Möglichkeit ist, eben im Endeffekt das System mit höherer Dosierung Vitamin D3 zu fluten. Sind Sie da auf derselben Seite? Weil es gibt noch die andere Schule, die sagt, dass man da gucken muss, wegen dem Verhältnis Vitamin D3 25 OH zu der 1,25 Vitamin D3-Variante, wegen dem D3-Rezeptordefekt. Ich sehe es nur empirisch oder was wir eben machen, wenn wir hochdosiert D3 geben, fluten wir das System, es werden neue Rezeptoren aktiviert und es funktioniert. Ja? Der Vitamin D-Wert geht hoch und es scheint zu klappen, mit den Kofaktoren natürlich. Also ich denke mal, das Konzept oder die Theorie, dass es irgendwo durch eine Rezeptorblockade zu einem vermehrten 1,25-Produktion kommt, das ist in sich nicht haltbar. Ja, was wir, weil dann hätten wir nämlich laufend Hyperkalzinosen und die haben wir nicht. Ja, sondern es ist das Problem, dass offensichtlich bei einem Teil, 25%, 30% der Menschen, die Stoffwechselwege von Vitamin D eben nicht optimal sind. Und dann habe ich einen normalen Spiegel, es kommt aber in der Zelle hinten nicht genug an. Und da ist es halt dann sinnvoll, die Dosen zu erhöhen, wenn man damit umgehen kann, um auf diese Weise doch noch in den Zellen was zu bewegen. Das Problem ist, was wir haben noch keinen Test, um das zu überprüfen. Es wäre ja toll zu sagen, guck mal zu, du hast so viele Probleme, obwohl du einen normalen Spiegel hast. Wir testen jetzt mal deine Vitamin D-Sensitivität, aber da haben wir noch nichts. Das geht noch nicht. Forschungsmäßig ja, aber nicht so. Genau, und empirisch gesehen ist es halt einfach so, wir haben das immer gemacht mit den hohen Dosierungen. Das ist im Endeffekt ähnlich an die Anlehnung zu, dass Rezeptoren immer hochreguliert werden, wenn wir das System fluten. Das geht ja bei Insulin, Leptinresistenz etc. geht ja genau das gleiche Prinzip. Und ich weiß ja auch von Dietrich Klinger etc., dass eben, wenn wir viel Toxine im Körper haben, meistens eben durch Probleme oder chronische Toxinbelastung aus der Mundhöhle, dass eben dadurch allein die Rezeptoren blockiert sind, weil natürlich die ganzen Metalle eben affin sind zu Sulfhydrylgruppen in Enzymen und die eben dadurch eben wieder blockiert werden. Zusätzlich vielleicht auch noch die virale Belastung oder die bakterielle Mikroorganismenbelastung im Hintergrund. Führt immer, wir haben alle einen Vitamin D3-Rezeptordefekt. Das kann man schon einfach pauschalisieren. Und was wir eben sehen, wenn wir die vorbereiten und gucken, dass der Vitamin D-Wert hoch genug ist, ja, wenn die noch Störfelder drin, also wir gehen davon aus, dass die Mundhöhle noch Metalle enthält, wurzelbehandelte Zähne mit Entzündung unten dran und eben auch diese Entzündung im Kieferknochen, die medizinisch leider noch nicht gültig sind, diese FDOX, fettig degenerierte Osteonekrose des Kieferknochens,
die gängigerweise als NICO gelten, Neuralgia-Inducing Cavitation und Osteonekrosis, oder auch als chronische ischämische Knochennekrose. Die sind ja noch nicht wirklich fachlich zahnmedizinisch akzeptiert, leider, obwohl der Lechner tolle Studien gemacht hat. Aber all diese Störfelder oder neuromodulative Trigger, wie es der Professor Wander so schön nennt aus der Neuraltherapie, die führen eben zu diesem Problem. Das heißt, wir bereiten den Patienten vor und machen dann das sogenannte All-in-One-Konzept. Sprich, wir haben 1, 2, 3 Tage, wo wir den Patienten dann in Folge sehen, nachdem er eben mit der Ernährung vorbereitet wurde, sein Lifestyle verändert hat, sein Vitamin-D3-Wert stimmt und alle Mikronährstoffe sind auch getuned, also Immunsystem ist Vollgas, ja, und Nervensystem ist entspannt. Infusionsbehandlung kommen noch relativ viele dazu. Und dann entfernen wir die Metalle unter Schutzmaßnahmen. Das Immunsystem wird dadurch schon entspannter. Wir haben eine riesige Last an Metall einfach, das eben potenziell problematisch ist. Nehmen wir schon aus dem System raus. Am Folgetag entfernen wir dann eben die anderen Probleme, die noch da sind, nehmen wieder eine Last raus oder entgiften quasi auch. Wir nehmen quasi Entzündung raus, chronische und auch gleichzeitig Toxine und natürlich auch dementsprechend wieder Infektionen. Und dann sehen wir eben im Nachgang, ist es super schnell, plötzlich ist das Vitamin D3 sofort oben, macht überhaupt kein Problem mehr, weil eben der Körper so extrem viel Vitamin D3 braucht, um diese ganzen Gene zu aktivieren oder eben weil so viele Rezeptoren blockiert sind, um nur das System zu kompensieren. Sprich, das Ziel muss einfach sein, dass wir heute mit biokompatiblen Materialien arbeiten, die eben elektrisch neutral sind. Keramik ist ideal. Genial, dass Dr. Ulrich Volz da eben die Keramikimplantologie so weit vorausgebracht hat und eben ich konnte von da aus dieses System anwenden. Das heißt, wir können was einbauen, was der Körper mag. Das Zahnfleisch wächst fest, es gibt keine freien Elektronen. Zirkon weiß ich von Dietrich Klingert, ist ein heilender Stein. Und der kann auch noch Licht durchgehen. Insofern, wir haben alles, was geht. Wir wissen, dass das Zahnfleisch, die Gingiva liebt Keramik, es wächst an der Keramik fest. Insofern, heute passt es perfekt zusammen, weil deswegen heißt mein Zentrum auch Gesund, also Health and Aesthetics. Weil eben erst kommt Gesundheit und ästhetisch kommt automatisch, wenn wir die richtigen Sachen nutzen, wenn der Körper gesund ist, sieht er auch noch gut aus. Das ist einfach nur eine Art von Fokus. Und jetzt ist das Tolle, jetzt bringt gerade jede große Keramikimplantat, jede große Titanimplantatfirma bringt seit 1, 2 Jahren ein Keramikimplantat mit auf den Markt, weil die eben das aus der ästhetischen Sicht sehen. Weil wer möchte denn heute ein schwarzes Implantat haben oder ein graues, wenn auch ein weißes haben kann? Insofern ist es für uns ideal. Die machen das vielleicht nicht unbedingt wegen der Biologie, nur wegen der Ästhetik. Aber auch wie ich mit der Ästhetik damals angefangen habe, kommt irgendwann wieder zur Biologie. Und so schleusen wir das natürlich von allen Ecken ein. Wir benutzen ja auch die APRF-Membranen, also quasi eigenes Blut, das zentrifugiert wird, machen daraus eben diese Membranen, die Wachstumsfaktoren enthalten, Stammzellen enthalten, also platelet-rich fibrin, die wir wieder nutzen. Und auch das kommt jetzt in der ganzen Medizin an. Professor Ganati aus der Uni Frankfurt macht tolle Studien dazu, der Josef Schukrun. Also es kommen die tollen Leute, so wie wir es damals besprochen hatten, die ganzen Experten, ich nenne sie ja Lone Wolves. Wir formen so eine Art Lone Wolf Pack, können biologischen Zahnmedizin, Integrativmedizin, also biologische Medizin Summit könnten wir sozusagen damit generieren, um auf Dauer eben hier, Sie sagen ja die Leuchttürme. Ja, aber das ist ja immer noch eine kleine Truppe, wenn ich mir, oder was mich interessieren würde, was schätzen du, wenn du an die deutschen Mäuler denkst, in was für einer Verfassung sind denn die meisten von wegen Schwermetallbelastung und. Über den Daumen. Also in Prozent, also ich gehe mal davon aus, dass mindestens 70% der deutschen Bevölkerung noch irgendwo Metalle im Mund haben, irgendeinen abgestorbenen Zahn, vielleicht eine chronische Entzündung dran. Also es ist immens, wahrscheinlich ist es sogar noch, wahrscheinlich sind es sogar 80%. Ich weiß aus den ganzen Umweltzahnmedizin-Kollegen, Umweltmedizinern, die ich ja vorher schon genannt habe, dass eben ungefähr laut deren Meinung 70-80% der Störungen, also quasi der Ursache für chronische Erkrankungen, tatsächlich im Mund beginnt. Insofern würde ich das mal pauschal auf die Bevölkerung mal anwenden, weil eben doch viele natürlich noch aus der mechanisch geprägten Generation kommen und eben Standard-Zahnmedizin ist immer noch, oder Kassenleistung ist immer noch Amalgam. Ja, eine absolute Katastrophe. Meine liebe Ehefrau war auch Zahnärztin und die kam eines Tages stinkesauer an und sagte, ich muss in meiner Praxis einen Amalgamabscheider einbauen, damit das Amalgam nicht ins Abwasser kommt. Ja, hallo, in den Mund dürfen wir es tun, aber ins Abwasser darf es nicht. Wie bescheuert muss man denn sein? Das war tatsächlich der erste Punkt, wo ich nach der Uni stutzig wurde und dachte, Moment mal, ich muss Amalgam als hochgiftigen Sondermüll entfernen, das kann ich doch keinem Patient einbauen. Und wo ich das alles wusste, hatte ich eben die moralische Verpflichtung, das weiterzugeben. Und das liegt noch ein bisschen an der FDA,
die das eben reguliert, die eben sagt, dass Füllungen und so weiter eben nur auf den Zähnen liegen, also quasi eine Art Device sind, so wie ein Laptop oder wie ein iPhone, gar kein Teil im Körper. Das muss ich natürlich toxikologisch nicht untersuchen lassen, aber der Ulrich hat gestern einen Post rausgehauen, Blogpost, wo eben dran steht, dass die FDA das nochmal überdenkt momentan. Also vielleicht könnte es ja endlich mal klappen, dass das Amalgam abgeschafft wird, weil wir haben bessere Möglichkeiten an andere Länder, wie die skandinavischen Länder oder Russland. Russland hat schon seit 30 Jahren ein Quecksilberverbot. Ja. Die skandinavischen Länder auch, die machen das über ein generelles Quecksilberverbot, weil wir wissen ja, die Hauptquelle für eine chronische Quecksilberbelastung ist immer noch die Amalgamfüllung. Ja, ja. Also ich meine, wenn eines klar ist, dass es Quecksilber hochtoxisch ist, in welcher Verbindung ist das Schied egal. Aber ich packe es in den Mund rein, ja, weil es sich so gut verarbeiten lässt und weil es so preiswert ist. Ne? Ja, genau, und weil es auch Bakterien abtötet. Und weil es ewig hält. Das stimmt ja auch alles, wenn man es rein handwerklich sieht. Aber unsere Zeit ist eben, dass wir den handwerklichen Teil, der muss stimmen, das ist ein High-End-Handwerk. Aber wir können auch plötzlich auch Ärzte sein, wir können auch dem Patienten helfen. Und ich mache es ganz simpel. Ich überlege mir nur, was würde ich denn für mich machen und für meine Frau und für meine Kinder. Ich habe noch Schwierigkeiten. Mein Fokus ist Gesundheit. Mir geht es auch nicht ums Keramikimplantat. Mir geht es einfach nur darum, okay, was kann ich als Lösung anbieten, um dich so gesund wie möglich zu machen. Mein Bereich ist der Mund, aber auch der andere Teil drumherum, weil mich das eben insgesamt fasziniert. Und dann finden wir immer tolle Lösungen. Und dadurch hast du natürlich auch andere Patienten. Viele haben ja das Problem, dass die halt zum Zahnarzt müssen. Das heißt, der Zahnarzt an sich ist natürlich auch frustriert eher, weil er halt Patienten jeden Tag sieht, die Schmerzen haben, die keinen Bock haben, zu ihm zu kommen. Jetzt habe ich plötzlich andere Patienten, die warten auf Termine, die freuen sich, die kümmern sich um ihre Gesundheit. Und am Ende ist es wirklich so, wir machen ein tolles Handwerk und es sieht super ästhetisch aus. Und der Patient sagt einem nur, okay, meine Depression ist weg, mein chronisches Schulterproblem ist weg, mein Darm funktioniert wieder, ich kann wieder schlafen. Ach, und übrigens, du hast mir auch noch schöne Zähne eingebaut. Also es ist ein komplett anderer Fokus, ja. Und das ist auch das Geniale, und das ist für mich dann dieser erfüllende Teil. Das eine Handwerk ist natürlich ein Achievement, ich kann das erreichen, das ist eine Wissenschaft, das hat was mit Können zu tun. Aber der erfüllende Teil, wenn mir ein Patient am nächsten Tag erzählt, wie es ihm gesundheitlich besser geht, da geht mein Herz auf und dann ist es keine Arbeit mehr, dann ist es im Endeffekt eine Passion. So ungefähr. Ja. Die Zahnärzteschaft hat sich ja immer schon gestritten, schon im letzten Jahrhundert, weiß ich von den Amerikanern drüben, muss man Zähne pflegen, bürsten oder muss man sie ernähren, damit sie gesund sind? Und damals gab es also einen ganz bekannten Präsidenten der amerikanischen Zahnärzteschaft, der gesagt hat, nachdem er sich die wilden Stämme angeschaut hat, die haben Top-Zähne, solange sie sich gesund ernähren. Teilweise musste man die abschaben, da waren Belege drauf, darunter war gesunder Schmelz. Ja, nur das hat sich offensichtlich nicht rumgesprochen von damals. Was würdest du denn heute sagen, was man essen sollte, damit man anständige Zähne hat? Genau, im Endeffekt sprichst du vom Dr. Weston Price. Das Buch, das zu empfehlen ist, ist Nutrition and Physical Degeneration. Aus meiner Meinung nach der erste biologische Zahnarzt überhaupt. Der hat ja auch die ganzen Studien mit den Wurzelbehandlungen gemacht. Ja, der hat quasi gesagt, okay, Wurzelbehandlungen sind irgendwie nicht gut fürs System. Er denkt, dass die chronischen Krankheiten herkommen, hat die ja alle entfernt. Und dann eben dem Kaninchen als Spender implantiert und das Kaninchen hat ähnliche Probleme entwickelt, ist nie angekommen in der Zahnmedizin und vor allem seine Ernährungsforschung, ja, bei den Pilden, wie ich im Endeffekt, wie man sich ernähren muss, er hat ja damals so eine Art Bone-Eating-Protokoll entwickelt aus Leberdran, ja, da sagt er, das Vitamin D3 war wahrscheinlich seine Postulation und Butter von grasgefütterten Rindern, hat er gesehen, dass die viel Butter essen, weil Butter enthält einen Activator X. Der Activator X wurde von Chris Masterjohn 2009 definiert als Vitamin K2 in der MK7-Form. Das ist ja diese Price Potential Foundation, auf der das basiert. Insofern, was ich mache, also das nennt sich Ernährungsdesign. Es geht immer darum, den Zahn von innen zu füttern. Ja, ich sage ja auch immer, es kommt ja auch in meinem Buch, dass ich putze nur einmal am Tag die Zähne und ich eher wegen Geruch, ich habe gar keine Beläge. Zahnsteinbildung hat auch ein bisschen was mit Mineralisierungs quasi Probleme zu tun, wo die hinkommen, aber Ziel muss eben sein, so natürlich wie nur möglich sich zu ernähren. Was kann ich jagen? Was kann ich fischen? Was kann ich sammeln? Ganz, ganz wichtig ist, den Blutzuckerspiegel zu kontrollieren, also dass wir gar nicht so viel Insulin und Cortisol auslösen. Also Blutzuckerspiegel konstant zu halten, ist wahrscheinlich primär Ziel, um antientzündlich vorzugehen und eben auch um das Verhältnis von Phosphor, Calcium etc. von Mineralien im Speichel aufrechtzuerhalten. Weil ständige Blutzuckerschwankungen, wenn man die ganze Zeit Weißmehl isst, Zucker isst, Milch isst, Laktose, das führt eben dazu, dass wir dann eine Disbalance kriegen. Und der Körper holt sich dann einfach die Mineralien, wo es am einfachsten ist, her. Sprich, aus den Zähnen, dann entstehen diese White-Spot-Läsionen und aus dem Knochen haben wir Osteoporose.
Wenn wir jetzt wissen, dass wir eben Protein als Makronährstoff Nummer 1 brauchen, Protein von Proteus als erstes am wichtigsten, die aktuelle Studienlage ist, dass man mindestens eigentlich 1,2 bis 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht braucht, je nach Aufwand. Also wenn wir eine Phase haben, wo wir was regenerieren wollen, ein bisschen mehr. Wenn es nur um Longevity geht, also Langlebigkeit, Anti-Aging, kann man auch ein bisschen weniger machen. Aber Protein, Aminosäuren braucht man. Das sind die Building Blocks of Life. Und die brauchen wir natürlich auch schon mal, um überhaupt Stoffwechselvorgänge, Enzyme zu haben, die wieder Knochen bilden können. Dann muss man natürlich gucken, dass wir genug Vitamin D3 haben. Zum einen über die Ernährung. Natürlich auch, das würde ich immer supplementieren, weil das einfach über die Sonne nicht kriegst, schon zumindest mal ein halbes Jahr lang, mehr als ein halbes Jahr lang, hier, wo wir leben, nicht. Dann ist natürlich der aktuelle Trend, Veganer zu sein. Da, das funktioniert. Ich sage immer auf meinen Kursen, Veganer sein ist nicht foolproof, weil eben die Schwierigkeit ist, wie kriege ich jetzt einen konstanten Blutzuckerspiegel, sprich, ich möchte meine Kohlenhydrate ein bisschen limitieren, auf der einen Seite, auf der anderen Seite wenig Insulin ausstoßen, aber auch noch Protein haben. Und Pflanzen haben halt einfach die Schwierigkeit, dass sie im Verhältnis, in 100 Gramm im Verhältnis zu Fleisch oder Fisch, einfach viel, viel weniger Aminosäuren haben. Häufig auch ein unterschiedliches Aminosäure-Komplexgefühl. Also sie sind nicht so komplett, sagt mir immer, das ist nicht ganz korrekt, aber dass wir da einfach auch einen Aminosäuremangel haben, also einen Proteinmangel. Sprich, was wir brauchen, ist genug Protein. Ich betone immer, wir versuchen immer in der Phase 1 den Lifestyle so zu verändern, dass die Patienten fettadaptiert werden. Sprich, dass der Körper mit gesunden Fetten als Energielieferant umgehen kann, weil der einzige Makronährstoff, der eben ohne Insulin auskommt, ist eben Fett. Hört sich abgefahren an, Fett macht nicht fett, sondern mager, ist tatsächlich so. Ja. Viele immer noch Low-Fat-Hype aus den 90ern, ja. Fett ist Gift und macht dich fett und ich kriege einen erhöhten Cholesterinwert, alles völliger Blödsinn, wissen wir heute alles aus der Biochemie, funktioniert ganz anders. Also ich versuche zu hören, wenn ein Zahnarzt solche Dinge von sich gibt. Ein Spezialgebiet der Ernährung, ja. Und genau, gesunde Fette für die Hormone, also Cholesterin ist der Rohstoff für alle Sexualhormone, ob jetzt Stresshormone oder was auch immer, wir brauchen ein Cholesteringerüst, insofern gesunde Fette betonen. Da muss man natürlich wieder gucken, je nach individueller Genetik, hat man vielleicht eine Cholesterinämie oder irgendwie ein Leberproblem, ein Gallenproblem, viel Toxine, da muss man vielleicht mit den gesättigten Fetten ein bisschen aufpassen am Anfang und eher vielleicht die Monounsaturated Fatty Acids nehmen, also die mehrfach ungesättigten, so wie Olivenöl. Das ist alles vielleicht schon ein bisschen zu detailliert. Aber im Endeffekt, in meinem Ernährungsdesign gibt es eine Tabelle, da ist grün, Protein als Makronährstoff, wo ist es drin? Dann gesunde Fette, Avocado, Olivenöl, Nüsse, Variation in bester Qualität. Dann gibt es die Spalte gute Kohlenhydrate, weil es gibt auch gute. Die meisten Leute essen aber halt eben pro-inflammatorische Kohlenhydrate, wie überzüchteten Weizen, der auch noch Gluten enthält, viel Zucker. Also die ganze Zeit die Blutzuckerschwankungen ansteuern. Dann gibt es eine Tabelle Gemüse und Obst und da muss man auch mal wieder ein bisschen spielen. Wenn man in der Mitte zu viel Körperfett angesammelt hat, also einfach chronisch entzündlich ist, metabolisches Syndrom hat, Prädiabetes, Insulinresistenz, dann ist es primäre Ziel, den Körper darauf zu trainieren, mit den gesunden Fetten umzugehen. Weil mit Kohlenhydraten, auch wenn das der primäre Energielieferant oder der bevorzugte ist, kann der Körper in dem Moment nichts mehr anfangen. Ja, die sind einfach voll, die Speicher, die Leber ist voll, das Glykogen ist voll und es ist schon zu viel eingelagert. Das heißt, das wird einfach nur weiterhin in Triglyceride umgebaut und in Körperfett eingelagert. Das heißt, der Körper kommt nicht klar damit. Er muss es irgendwo wegschaffen. Und ich gehe da ein Stück weiter. Es ist eine Kohlenhydratintoxikation. Ja. Wir haben diese Menge nie gehabt, früher. Der Körper ist nicht dran adaptiert. Und dann kann er damit nicht umgehen und sieht irgendwo, wie er mit humpelnder Weise klarkommt. Und das führt dann eben zu Störungen. Ganz, ganz einfach. Im Endeffekt Entzündung, man weiß ja heute auch schon, dass das Alzheimer in der funktionellen Medizin als Typ 3 Diabetes bekannt ist. Insofern auch diese AGEs, Advanced Glycolated End Products, also quasi, dass eben die Strukturen im Körper, Proteine, Fette, aber auch oxidiert werden oder beziehungsweise karamellisiert werden, kann man ja sagen. Plötzlich funktioniert die Nervleitung nicht mehr. Also Zucker sollte man minimieren. Und wir haben ja auch gute Kohlenhydrate wie Gemüse, das ist ja auch im Endeffekt, wenn man es genau nimmt, ist auch Kohlenhydrate. Und mein Ziel ist eher so, ich bin jetzt keiner, der sagt, Kohlenhydrate sind per se schlecht. Ich würde aber sagen, wenn du sie dir nicht verdient hast, dann funktionieren sie momentan nicht. Das heißt, der Körper muss umgestellt werden. Und ich sage immer wie ein Auto, wir brauchen den Hybridmotor. Ich kann mit gesunden Fetten, ich habe ewig lang ketogen gelebt oder Paleo und adaptiert, super umgehen. Ich kann super schnell von Ketose in Glucose umwandeln, ist überhaupt kein Problem. Und wenn wir diesen Hybridmotor wieder haben, dann klappt es. Und da kann man sich ganz simple, pauschale Regeln überlegen, wie zum Beispiel, wenn man zu viel Körperfett hat, ganz simpel, dann kann man mit den Kohlenhydraten einfach nichts mehr anfangen. Ja, der Körper zeigt es dir ja sozusagen im Spiegel. Das heißt, das Körperfett muss runter werden. Die Body Composition, sagt man dazu, sollte eher wieder mehr Muskulatur, ja,
wenig Körperfett, weil die Muskulatur ist später der Parkplatz für die Kohlenhydrate in Form von Glykogen, ein bisschen auch in der Leber. Und dann eben mit den Fetten umgehen können, ein bisschen Protein, gesunde Fette, Gemüse. Alles, was den Körper halt in sich wieder aufbaut, regeneriert, also alles, unsere Haut, unsere Zellen, unsere Hormone, ist ja alles Fett, Phospholipid-Doppelschicht. Haben wir da jetzt Transfette drin hängen oder haben wir da eben geschmeidige Omega-3-Fettsäuren drin hängen? Das spielt eben einen riesen Unterschied. Und da sind ja die Studien auf unserer Seite, gerade mit Omega-3, antientzündlich, blutverdünnend, antidepressiva, erhöhen Serotonin, erhöhen Tryptophan. Also Fette können tolle Sachen im Körper. Und bei mir ist es so, ich nenne es Makronährstoff-Timing. Ich bin so weit adaptiert, dass mein Körper mit beiden umgehen kann. Ich mache auch sehr viel Sport, habe auch viel Muskulatur. Das heißt, ich nutze die Kohlenhydrate dann, wenn ich sie brauche, wie ein Medikament quasi. Nach dem Sport, dann fühle ich mir schnell, dann ist ja auch mein Körper insulinsensibel, mein Kohlenhydratspeicher ist leer. Wann ist man am insulinsensibelsten? Wenn die Speicher leer sind, ja? Wenn man wenig Körperfett hat. Dann fülle ich mir das wieder auf, nehme die ganzen Nährstoffe mit, die ich halt brauche, Aminosäuren, was auch immer ich in meinem Muskel haben will. Und danach ernähre ich mich quasi eigentlich den Tag über für meine Neurotransmitter, sprich ich will Dopamin, Acetylcholin und nicht Serotonin und Tryptophan haben. Das heißt, ich esse eher Dinge, die eben Tyrosin und Acetylcholin bewirken, also Protein, gesunde Fette, Gemüse. Das ist so die einfache Zusammensetzung. Und am Abend würde ich persönlich für mich immer noch mal eine Portion gute Kohlenhydrate mit einbauen, weil ich A, den Bedarf habe und B, gucke ich wieder nach Neurotransmittern. Sprich, Kohlenhydrate haben den parasympathischen Effekt, dass sie auch zusätzlich noch Serotonin und Tryptophan erhöhen und ich dadurch einfach besser in Tiefschlafphasen komme. Das ist auch die einzigste Ausnahme in der ersten Phase, wenn wir das Ernährungsdesign machen. Ich empfehle fast jedem eine Art ketogene Form der Ernährung zu starten, um eben diesen Fettstoffwechsel zu adaptieren, um eben die Entzündung runterzukriegen, den gesamten Magen-Darm-Trakt zu regenerieren, Blutzuckerspiegel konstant zu halten. Außer Patienten, die mir von vornherein sagen, dass sie ängstlich sind, dass sie Schlafprobleme haben oder irgendwie depressiv sind. Da gucke ich, dass ich abends nur eine Portion gute Kohlenhydrate. Abends, ja. Auch wenn die Studien sagen, abends ist man am wenigsten insulinsensibel, das muss man ganz anders sehen. Wenn man den ganzen Tag über keine Kohlenhydrate isst, im Vergleich zu der normalen Welt, jeden Tag von morgens bis abends Kohlenhydrate isst, dann ist man eben über den Tag schon ein bisschen entleert an Zucker und kann die dann wieder einbauen. Ja? Das funktioniert für diese paar Prozent. Für die meisten ist es okay, erstmal umzubauen auf gesunde Fette. Ja, denn das ist das Problem, was viele Menschen nicht kapieren, sagen, ich nehme einfach nicht ab. Solange der Körper Kohlenhydrate hat, geht er an die eigenen Fette nicht dran. Er sagt, die hebe ich mir auf. Ich habe ja Kohlenhydrate, die ich nutzen kann. Das heißt also, eine gewisse ketogene Phase brauche ich einfach, um den Fettverbrauch des eigenen Fettes anzuschieben. Ansonsten komme ich nie von den Kalorien runter. Und ich nenne das in meinem Ernährungsdesign Life Changer, weil das tatsächlich das Leben verändert. Da kommt noch mit rein, dass ich eine Tabelle habe für Nahrungsintoleranz und Nahrungstoxine. Also ich sage nicht einfach nur, ist nur Fett und Atkins-mäßig, sondern wir nehmen einfach eine gewisse Menge an Dingen raus. Also Gluten ist immer tabu, Kuhmilchprodukte sind tabu, natürlich alle Geschmacksverstärker, alles, was irgendwie Chemie ist, lassen wir raus. Und da gibt es aber auch immer schöne Alternativen auf der anderen Seite. Es ist alles über 15 Jahre so einfach wie möglich zusammenzubauen. Und ich sage den Patienten, die sollen zu jeder Mahlzeit ein bisschen Protein essen und Gemüse ist Free Shot, so viel sie möchten, also grünes Gemüse und so weiter. Und Fette wirklich zu jeder Mahlzeit, keine Kalorien zählen, einfach nach Gefühl gehen, damit der Körper sich da adaptiert. Und es dauert, also für jemanden, der super gesund ist und relativ mager, sagen wir mal, kriegst du in 2 Wochen gut hin. Aber es gibt halt auch Patienten, da dauert es halt mal 3, 4, 5, 6 Monate. Und in der Phase muss man einfach 100% geben. Es macht keinen Sinn, diese Cheat Meals einmal die Woche dann zu machen und sich dann wieder alles reinzuhauen. Sage, 6 Tage gebe ich 100%, am 7. nur noch 10. Das kann man irgendwann noch vielleicht mal integrieren, aber in der Phase der Heilung und Regeneration, wo es auch darum geht, ich möchte meinen Magen-Darm-Trakt und mein Immunsystem wieder sensibilisieren und antientzündlich vorbereiten, wenn ich jetzt quasi einen kleinen Waldbrand da in diesem System löschen will und einmal die Woche gieße ich wieder Benzin hinterher, komme ich nie ins Ergebnis. Man könnte im Endeffekt, wenn man jetzt glutenintolerant ist und eine Entzündung drauf hat, was die meisten sind, weil sie einfach zu viel essen, ja, man könnte alle ungefähr 80, 90 Tage eine Brezel essen und würde nie aus dieser chronisch-proinflammatorischen Phase rauskommen. Das ist der schwierigste Teil. Ich kann nie Compliance und Commitment schulen. Ich kann dir nur mein Bestes geben in der Erklärung. Machen muss man es halt einfach dann noch. Aber ja, es ist so einfach, ja, die gesunden Fette zu nutzen und dann noch die richtigen Mikronährstoffe zu tun. Dann geht es einfach noch schneller. Also ich sage immer, die Ernährung, für Männer zumindest, die Ernährung ist der Motor. Und die Mikronährstoffe AMG-Tuning, vielleicht für Frauen vielleicht, die Ernährung ist die Klamotte
und die Mikronährstoffe, die Accessoires, vielleicht könnte man es so beschreiben. Ja. Aber es ist eine Lifestyle-Veränderung. Und wenn man diese Lifestyle-Veränderung durchführt, und das ist wirklich mal nach Zahlen, man muss es nur eigentlich nur noch machen, dann kann man sich in 3 Monaten, kann man das wirklich auch nachweislich komplett verändern. Ich hatte einen Patient, der hatte noch nicht mal auf seine Zähne geachtet damals. Er hat nur diese Ernährungsform gemacht. Und wir haben eine Darmspiegelung am Anfang und nach 3 Monaten gemacht. Und der Arzt hat gesagt, kann nicht sein, es sieht aus, als hätte er jetzt ein Babypopo. Und davor war Divertikulitis, chronisch, Colitis ulcerosa, quasi Blut im Stuhl. Also wirklich die Enterozyten, die können sich ja super schnell umwandeln. Also die Turnover Rate von Enterozyten in der idealen Welt, sprich wenn kein Aminosäure- oder Proteinmangel vorhanden ist, ist 3 bis 5 Tage. Allerdings kann es auch sein, wenn der Proteinbedarf also wenn man zu weniger als 1 g/kg Körpergewicht pro Tag zu sich nimmt, funktioniert es nicht. Bis zu 30 Tage dauert. Überleg mal, 30 Tage lang für die Heilung. Genauso für den Knochenstoffwechsel. Die Framingham Osteoporose-Studie zeigt, dass, und die haben wirklich nur 1 g Protein pro Kilogramm Körpergewicht genommen, was ich persönlich schon ein bisschen niedrig finde. Leute, die unter 1 kg essen, brauchen im Schnitt bis zu 30 Tage einen längeren Klinikaufenthalt nach OP-Fraktur als Leute, die 1 g essen. Überlegt mal, wenn man in der Phase der Regeneration und Heilung nach einer OP für 8 Wochen mal die 1,5 bis 2 Gramm schafft, dann kann der Körper auch endlich mal regenerieren. Die Neurotransmitter funktionieren besser. Hier oben klappt es auch wieder besser, kann sich besser konzentrieren. Also es ist gibt es ja als Studie von den, nicht den Ernährungswissenschaftlern, sondern von Ernährungsmedizinern, die ja ähnlich wie die biologische Zahnmedizin so ein bisschen mehr in die Richtung gehen. Und die sagen, das Ergebnis einer Operation, auch einer Körperoperation, nicht nur im Mundbereich, ist mehr abhängig vom Ernährungszustand des Körpers als von den Künsten des Operateurs. Das muss ich mir auf der Zunge zergehen lassen. Ja, ohne die Mitwirkung des Körpers geht gar nichts. Würde ich 100% unterschreiben. Der Körper kann alles, wenn man ihm dabei hilft. Oder eigentlich machen wir als Ärzte nichts anderes, als ihn unterstützen. Und als biologische Zahnärzte müssen wir ihm bald wahnsinnig helfen, indem wir Dinge entfernen, die eben 24 Stunden, 7 Tage die Woche installiert sind und in den chronischen Stress versetzen. Also Sympathikotonus, es gibt ja Patienten bei uns, die haben seit 30 Jahren nichts mehr vom Parasympathikus gehört, weil die immer im Fight and Flight sind und die ganzen Störungen sind ja auch im Trigeminusnerv. Der Trigeminusnerv, wissen wir ja auch aus der Anatomie, hat immer einen parasympathischen Ast, der mitläuft. Wenn jetzt hier eine chronische Entzündung ist, egal durch ob Metalle, tote Zähne, was auch immer, haben wir eben eine Überreizung und wir haben auch noch, also wir haben einmal die Sympathikusaktivierung und es kann zu einem Toxic Vagus Syndrom kommen. Aus dem anderen wissen wir natürlich auch schon aus den 30er Jahren, von Speransky, der eben Studien gemacht hat und zeigen konnte, dass wenn er nur giftiges Öl bei Hunden in die Zähne einfüllt, in Löcher, innerhalb von einem Tag finden wir das in den Hirnganglien, im Hypothalamus und so weiter. Und in den 70er Jahren hat es der Speransky wiederholt im Carolina-Institut mit Quecksilber. Und auch das geht über den retrograd axonalen Transport ins Gehirn, ins zentrale Nervensystem. Und für uns als Zahnärzte ist ja auch wichtig, es geht ja nicht darum, wir wollen ja alle das Beste für unsere Patienten, aber denkt doch auch mal an euch selber. Ihr seid doch die, die am meisten Quecksilber aufnehmen. Ihr bohrt es ohne Schutzmaßnahmen raus. Da gibt es eine Studie, die zeigt, dass die Hirnanhangdrüse der Zahnärzte stark schwermetallbelastet ist im Vergleich zu Normalvölkern. Ich habe gerade vor ein paar Wochen einen Kollegen getroffen aus meiner aktiven Zeit noch Zahnarzt, Parkinson. Ja, er hat sich selbst vergiftet. Ja, das ist ja im Endeffekt auch so. Ich hatte auch gerade, witzigerweise, letzte Woche einen Patienten, einen Zahnarzt, Parkinson. Ja, ein atypischer Parkinson, weil es wahrscheinlich einfach eine Schwermetallbelastung ist oder halt noch mehr. Die sind zum Glück auch so weit, dass sie das so verstanden haben, aber er hat auch selber gemeint, das ist halt so. Ich meine, wenn ich jetzt 70 Jahre alt bin und wir wissen ja heute aus den ganzen Studien zu Longevity, wenn es um mTOR-Aktivierung geht, um PPAR-Gene und NRF2-Pathways und so weiter, dass wir eben die Möglichkeit haben, 120 zu werden, aber wenn ich mit 70 in der Zelle halt schon 200 Jahre alt bin, dann ist schlecht. Insofern lieber zum Arzt gehen, bevor die Kontrollleuchte leuchtet, also lieber in die Werkstatt gehen, bevor die Kontrollleuchte an ist. Präventiv arbeiten ist das Ziel, oder? Und regelmäßigen Service haben, dann tut's. Du Dominik, ich habe jetzt noch eine Frage. Sollte jetzt jemand Appetit haben oder etliche Leute werden Appetit bekommen haben auf solch eine Betreuung? Du schaffst natürlich nicht die ganze Republik. Wo kann man denn jemanden finden? Gibt es irgendwo ein Register, wo man nachgucken kann, wer da unterwegs ist? Habt ihr sowas? Ja, 100%. Also wir haben auf jeden Fall über www.swissdentalsolutions, also über die Firma von Ulrich,
gibt es natürlich die Liste an den Spezialisten für biologische Zahnmedizin. Das Ding ist ganz, ganz schwierig, wo wir selber auch gerade Probleme haben, der Ulrich und ich. Jetzt haben wir das da als neuen Weg beschrieben. Und jetzt kann man sich natürlich, egal wo, immer direkt einen Titel nehmen, wenn man übers Wochenende einen Kurs gemacht hat. Ja, wenn man übers Wochenende einen Implantatkurs gemacht hat, darf man sich als Zahnarzt Implantologe nennen. Aber hat vielleicht erst eins operiert. Wie können wir jetzt unterscheiden als Patient, wer ist der Richtige? Insofern, momentan empfehle ich eben die Leute, die wir ausgebildet haben, weil ich da der Prüfer bin und eben das Gefühl habe, ich möchte mich von denen operieren lassen und habe gutes Gewissen. Insofern empfehle ich die und natürlich alle, die in diese Richtung denken. Ich würde biologische Zahnmedizin suchen und vielleicht kann man ja auch irgendwo, ich kann vielleicht auch noch Christi den Link zuschicken für diese wird dokumentiert. Biologischen Zahnärzte. Also Ulrich Volsen, ich habe das ins Leben gerufen und mein Vater ist auch ein Spezialist geworden, den habe ich letztes Jahr geprüft, da war ich besonders stolz drauf, weil er hat nämlich die Herausforderung angenommen, er hat gemeint, oh Domi, ich weiß das doch alles und ich habe schon so viele Zusatzausbildungen. Ich habe gesagt, hey Papa, das ist wichtig und dann war er echt, meine Mutter hat es mir erzählt, er war so nervös, hat gemeint, er hat so gelernt wie aufs Staatsexamen, weil es ihm peinlich gewesen wäre, wenn er bei mir durchfällt und dann war er auch noch der Beste, also hat er gut gemacht. Super. Dominik, sei ganz herzlich bedankt für dieses Feuerwerk, was du da abgeführt hast und das lässt mich hoffen. A, du bist ein junger Arzt, du bist ein Zahnarzt, also in einem Bereich, der bisher eher abträglich war. Die ganze Amalgam-Geschichte hat ja letztlich den Menschen zwar zu halbwegs erhaltenen Zähnen geführt, aber sie auch letztlich vergiftet. Das heißt, es ist wieder eine Technik gewesen, die eingeführt worden ist, ohne dass man geprüft hat, was die Folgen davon sind. Also ich denke, das ist toll, dass ihr jetzt auf diesem Weg seid. Von daher kann man hoffnungsfroh in die Zukunft schauen und denken, dass es doch letztlich besser werden wird. Nochmals ganz herzlichen Dank für das tolle Gespräch. Tausend Dank, Jörg. Es hat mir super viel Spaß gemacht mit dir. Danke. Tschüss.